Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Dawn of War 2 Retribution. Ja, und in der letzten Folge sind wir von Typhon Primaris geflohen, nachdem der Exterminatus gekommen ist. Deswegen ist Typhon Primaris ist auch ein ausgelöschter Planet. Können wir mal kurz gucken. Immer noch Aurelia Subsektor 11 Planet, nur dass er jetzt total öde ist. Typhon Primaris steht in Flammen. Die Flotte des Ordo Maleus hat diesen einst üppigen, lebendigen Planeten in verkohlte Ruinen und ein brennendes Inferno verwandelt. Ja, klingt toll. Das dauert eine ganze Weile, bis der ganze Planet abgekühlt ist, würde ich mal sagen. Ausgelöschter Planet, Bevölkerung keine Angaben. Und wir mussten fliehen und sind auf der Gericht der Kadaver gelandet, so wie es aussieht, weil hier die einzige verfügbare Mission ist. Aber gut, bevor wir die machen, gucken wir mal kurz zu unserem Schwarmlord, der hat neue Sachen bekommen. Einmal die Schattensensen klauen, die unterdrücken Feinde beim Treffer und haben sogar keine Levelanforderung. Pro Treffer eine Chance von 40% auf mehr Schaden. Diese Sensenklauen knistern vor psionischer Energie, die in jedem, der davon berührt wird, eine tiefe, nicht abzuschüttelnde Furcht auslöst. Also wenn wir die ihm verpassen, ist er wieder ein reiner Nahkämpfer mit 259 Nahkampfschaden. Wollen wir aber nicht unbedingt. Deswegen werden die einfach mal recycelt. So. Das können wir auch mal kurz gucken. Warp zersetzende Biozidkanone. Die hatten wir schon mal durchgelesen. Das ist unsere stärkste Waffe bis jetzt. Die werden wir wahrscheinlich auch dann geben, wenn er Stufe 10 geworden ist. Ich würde sagen, die Würgedorn-Kanone können wir auch recyceln. Ist er jetzt Level 9 geworden. Welches Upgrade geben wir in Angriffe? Durch den Schwarmlord und Tyranniden im Synapsenbereich lassen die jeweils andere Einheit heilen. Erhöht den Schaden des Schwarmlords und der Tyranniden im Synapsenbereich. Fügt eine Chance auf einen Schadensbonus hinzu. Oh, das nehmen wir mal. Mehr Schaden ist immer gut. Jupp. Jetzt gucken wir uns noch mal kurz die Dinger an. Gesundheitsregeneration. Geschwindigkeit. Lassen wir das mal so. Und jetzt können wir auch uns für den Panzer, neue Panzerung entscheiden. Macht plus 75 Energie, plus 1,5 Energieregeneration, Haut des Tykons. Die Panzerplatten, die auf ähnliche Weise geformt wurden, wie die Panzer der gefürchteten Trigons, erzeugt eine biostatische Ladung, die den Schwarmlord belebt und ihm hilft, Verletzungen zu ignorieren. Oder wir geben ihm einfach gleich die Haut des roten Schreckens. Würde ich mal sagen. Ja, machen wir das. Und die Rüstung, die wird recycelt. Dann hat er ja nicht, haben wir nicht mehr viel. Ich glaube, die beiden Sachen werde ich nach dieser Mission wahrscheinlich auch recyceln. So viel bringen die nämlich gar nicht. Der hier hat weniger Rüstung und bringt nur Energie. Und Energie brauchen wir eigentlich gar nicht so wirklich. Wir haben 180, das reicht. Und die Würgedorn-Kanone, naja, die ist besser gegen Fahrzeuge, aber die Biozidkanone ist allgemein besser gegen alles. Aber werden wir dann ja sehen. So, jetzt geben wir uns erstmal auf die Gericht der Kadaver. Quarantäneraum, Mission verfügbar. Keine Missionsbeschreibung, also das Schwarmbewusstsein scheint uns hier gar nicht zu erreichen. Richtig. Und wir sollen einen Zoantrophen-Primus zum Laderaum eskortieren. Okay. Wie immer mit denselben Truppen. Los geht's. Unterdrückung und Sperrfeuer. Unterdrückung ist nützlich, um vorrückende feindliche Infanterie, besonders Nahkämpfer, aufzuhalten. Die meisten Unterdrückungswaffen benötigen ein paar Sekunden, um eingerichtet zu werden. Also sollte man die Manöver des Feindes vorausahnen. Naja, also schwere Bolter oder die schweren Geschütze der Imperialen Armee oder Schurikenkanonen der Eldar. Oder auch unsere Würgedorn-Kanonen eigentlich. Die Brutalität des Exterminatus hatte den Sektor erschüttert. Der Rückschlag hatte sogar das Schwarmbewusstsein gestört. Es beruhigte sich erst auf der Gericht der Kadaver. Der Schwarmlord tauchte auf, war aber nicht von Artgenossen umgeben. Der Kontakt zum Schwarmbewusstsein war abgebrochen. Die Schwärme im Subsektor Aurelia würden führungslos sein, wenn der Schwarmlord den Kontakt nicht erneuern konnte.
tief im Space Hulk spürte er jedoch eine Lösung. Ein ungewöhnlich starker Zoanthrop, der den Psi-Schleier über den aurelischen Welten durchdringen konnte. Genau, diesen Zoanthrop sollen wir beschützen. Biologische Verbesserung unterwegs. Den haben wir sogar als Einheit hier. Okay, dann legen wir mal los. Hier ist ein Bevölkerungslimit. Einheiten Evolution abgeschlossen. Punkt, den wir uns gleich mal holen sollten. Ein Versorgungspunkt. Und da oben ist ein Nest und jede Menge Ganten. Hm? Und du solltest nicht am vordersten Front stehen. Du kannst mal den Punkt hier einnehmen, während wir die Ganten loswerden. Ja. Uah. Weg da, weg da, weg da. Das sind. Das sind Symbionten. Kann nicht ausgeführt werden. Und ja, der nimmt uns Bevölkerung weg. Der Zoanthrop, merke ich gerade. Mit uns der Bevölkerungspunkt, also eigentlich rein gar nichts. Wir können trotzdem hier die Ressourcen, den Schaden des Tyranniden-Lords verbessern. Infiltration durch feindliche Seenord erkannt. Verteidigungen beeinträchtigt. Ja, und da redet die ganze Zeit eine Computerstimme. Hallo, ihr da. Ressourcenpunkt erobert. Ihr seid Behemoth, Tyranniden. Ihr seid nicht so freundlich. So, weg mit euch, das Nest haben wir. Und dann ab in den Laderaum. Das ist eigentlich eine schnelle Mission, so wie die aussieht. Die Map ist ja ziemlich klein eigentlich. Terraforming, wir können eigentlich gar nichts, weil wir nicht genug Bevölkerung haben. So, du musst jetzt hier hin eskortiert werden und dann sind wir dich erst einmal los. Verteidigung vorbereiten und um Rettung beten. Verteidigung vorbereiten und um Rettung beten. So, jetzt haben wir ein paar Jeans-Dealer, unsere eigenen Jeans-Dealer. Und damit einen Schwarm. Angriff durch Feinde steht bevor. Ja, sehr schön. Die müssten von dieser Richtung aus kommen. Tyranniden-Lord weiter nach vorne. Und wir müssen jetzt knappe 6 Minuten uns verteidigen. Jede Menge Nahkampf. Was aber ziemlich schnell zerfetzt werden dürfte. Vor allem, wenn ich mal Bioplasma einsetze. Genau. Oh, Nahkampfkrieger sogar. Unsere Tyrannenwache ist ein bisschen kleiner als unser Tyranniden-Lord, also unser Schwarmlord. Ach Gott, Absorber, wie süß. Und dahinter Venatoren. Ihr könnt ruhig angreifen. Na, die Absorber scheinen immerhin meine Truppen zu unterbinden. Oh, bald die Gebietsdiener. Da sollte meine Tyrannenwache mal mit eingreifen. So, ihr könnt wieder näher an den Tyranniden-Lord, dass ihr nachgerüstet werdet. Energiebewohnung. Können wir noch mehr Gesundheit in den Tyranniden-Lord stecken. Wow, wow, wow. Ihr müsst es ja nicht gleich übertreiben.
Hier kriegt eine Ladung Bioplasma ab. Wo ist meine Piratenwaffe? Die ist da. Die legt sich jetzt mit den Fernkampfstanzen da oben an. Und der Tyranidenlord klopft sich mit der Tyrantenwaffe. Der Schwabenlord. Das ist der Tyranidenlord. Ist er so gesehen eigentlich auch. Und jetzt geht hier die Tür auf und hier kommen noch mehr Tyranniden durch, soweit ich weiß. Oh, sogar von hinten kommen Gegner. Tyrannenwache, kannst dich wieder mal hier näher ran begeben. Oh Gott, bist du langsam. Na, jetzt bist du etwas schneller. Ihr braucht nicht so rumzustehen. So, hängst mal die Symbiontenhülsen ab. Ah, noch eine Tür. Wieder ein feindlicher Tyrantenwache. Die hat aber gar keine Chance gegen unsere Tyrantenwache. Dafür werden da oben gerade unsere Symbionten zerrissen. Macht nichts. Ich kann einfach neue rufen. Da Gegner von überall kommen. Einfach mal Bioplasma ins Nichts hauen. Tyrantenwache ist hier, die kann mal in die Richtung durchstürmen. So. Viel zu viel Nahkampfgewäsch. Aber das wird weggemacht. Das sind ein paar Romaganten, die haben keine Chance gegen den Tyranniden-Lord, gegen den Schwarm-Lord. Naja, ich kann trotzdem ruhig mithelfen, weil von da unten kommen noch mehr Absorber. Kümmert euch mal um die Absorber da. Und dann kümmert euch um das da oben. Schon praktisch, dass der Schwarm-Lord alles in seiner Umgebung heilt, wenn er was tut. Nee, halt, das haben wir ja noch gleich freigeschalten. Mist. Da kommt wieder eine ganze Horde. Oh, mein kleiner Schwarm ist da oben beschäftigt gerade. Jetzt nicht mehr. Jetzt können wir die hier abfangen. Und dann ist es nur noch eine Minute, bis die Mission vorbei ist. Beziehungsweise bis wir weiter können eigentlich. Das ist weniger gut, wenn sie noch von der Seite kommen. Die Randen machen mal weg da. Hier kommen ganz schön viele. Bioplasma. Weg mit euch. Oh, sie greifen mal. Sie greifen jetzt zwar einen Ofen an. Das ist auch weniger gut. Und dann müsste sie ja eh regenerieren. Genau. Die Randenwache kurz einwickeln. Gegen das, was da jetzt noch kommt, dürften wir alleine klarkommen. So. Einmal Bioplasma direkt vor uns. Und verfehlt. Du kannst den Punkt wieder ausigeln. So. Und jetzt können wir weiter. Jetzt haben wir auch wieder den Zoanthrop unter Kontrolle und kriegen sogar wieder eine Belohnung. Da kommen noch vereinzelte Krieger, aber die können wir jetzt gerade ignorieren eigentlich. Wir müssen bloß den hier dahin bewegen. So, jetzt macht es überall blub blub, weil überall Biozidbrut. Davon habe ich auch noch nie gehört. Die sieht krass aus. Grünleuchtende Krieger. Jeans-Dealer. Ich werde die anderen Jeans-Dealer angreifen. Und einfach alles andere wegschießen.
Und jetzt weg mit denen da. Da kommt wieder eine ganze Truppe. Kommt dann durch dieses Haupttor.